Hallo meine geliebten Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Mini-Tutorial. Heute das Thema NPC Basic-Fähigkeiten und Crafting. Ich habe viele Rückfragen gekriegt, wie das Ganze funktioniert und habe mir gedacht, ja gut, fassen wir das Ganze mal kurz zusammen und ich erkläre euch die Grundlagen, wie das mit dem NPC so funktioniert. Fangen wir mit den Fähigkeiten an. Jeder NPC hat gewisse Fähigkeiten, während ihr ihn rekrutiert. Macht euch keine Sorgen. Diese Fähigkeiten verändern sich nicht, weder zum Negativen noch zum Positiven. Auch nach 8 oder nach 10 Jahren Arbeit werden die immer noch dieselben Fähigkeiten haben. So, das erste ist Farm und Tierhaltung. Das heißt, wenn ihr diese Fähigkeit hoch habt, dann sind die besonders gut für Feldarbeiten, Farmen, also Getreide zum Mehl verarbeiten oder Tiere pflegen und Schweine füttern. Das zweite ist Crafting. Crafting beinhaltet sowohl Kochen als auch in der Näherhütte oder in der Schmiede. Das dritte, das wäre dann Diplomatie. Momentan noch ohne Verwendung. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das später im Bereich Ladentheke oder Handeln und Ähnlichem, zum Beispiel für den Ladenbesitzer, interessant sein würde. Das nächste ist Gewinnung. Bei Gewinnung geht es um das Holzfällen und es geht um das Steineklopfen. Also in den Minen, in den Grabungsschuppen, bei den Tongräbern, diese Bereiche. Das nächste ist Jagen. Jagen ist ultimativ nur fürs Jagen. Es hat auch keinen anderen Mehrwert. Es ist für die Jäger in der Jägerhütte und für nichts anderes. Das letzte ist Sammeln. Vertauscht auch das Sammeln nicht mit dem Jagen. Wer gut jagen ist und schlecht im Sammeln, den solltet ihr nicht als Sammler in der Jagdhütte setzen. Das zeige ich euch gleich noch. Das Sammeln ist für Fischen, für das Sammeln in der Jagdhütte und auch für andere Fähigkeiten, die mit Sammeln zu tun haben. Oder sogenannten Überlebensskills. Welche Auswirkungen haben das auf unsere Crafter? Wir haben hier unseren kleinen Schmied Baldomer. Baldomer schmiedet schön vor sich hin. Woher nimmt er die Ressourcen dafür? Denn das Allerwichtigste, wenn ihr craften wollt, anders als jetzt beim Farming oder ähnlichem, braucht ihr immer die passenden Ressourcen. Die passenden Ressourcen seht ihr hier im System. Ihr seht dann hier die verschiedenen Sachen, die ihr craften könnt. Wenn das steht gesperrt, dann bedeutet das, dass ihr noch nicht diese Technologie entwickelt habt. Das bedeutet, ich könnte jetzt einen Stapel mit 50 Steinpfeilen machen, aber keinen steinernen Spieß. Den muss ich erst unter Technologien freischalten. Anhand des blauen Balken seht ihr den Fortschritt, den er bisher geschafft hat. Dahinter seht ihr, wie viele von den Bauteilen er pro Stunde produziert. Dabei ist wichtig zu beachten, in welchem Tageszyklus du hast. Die arbeiten vielleicht 8 bis 10 Stunden gefühlt oder 12 Stunden und können dann dementsprechend nur in 3 Stunden einen Bauhammer herstellen, also in 2,5 Stunden. Außerdem habt ihr eine sogenannte Effizienz. Die Effizienz ist jetzt bei 100% und ihr könnt die beliebig verteilen. Die fängt bei in 10er Schritten zu verteilen an. Das heißt, ihr könnt die Effizienz oben auf 0 setzen, habt die Geschicklichkeit vom Arbeiter und könnt jetzt sagen, okay, ich möchte, dass er 10% an Bauhammer arbeitet, dass er 20% an eiserner Axt arbeitet, nebenbei soll er mir noch einen Stapel Eisenpfeile machen mit 5% und was wollen wir noch? Nehmen wir noch eine Steinhacke und ein Enthäutungsmesser. 50% seiner Arbeitskraft ist verteilt. Ihr seht, es macht gar keinen Sinn, dass er solche Verteilungen hat, weil 0,04 ist nichts. Ihr müsst ewig warten, bis er tatsächlich von jedem dieser Sachen eins fertig hat. Und ihr seht, es ist immer relativ gleich. Also geht ihr hin und verteilt die Prozentpunkte ordentlich. Ich würde nicht empfehlen, mehr als 2 Produkte zu machen. Und ihr seht, je mehr Effizienz ihr habt, desto höher verändert sich auch die Zahl. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Die Zahl ist auch noch ausgiebig von der Geschicklichkeit des Arbeiters. Das bedeutet, ein Arbeiter mit einem hohen Crafting-Anteil, das seht ihr hier an der 4, craftet mehr als jemand mit einem niedrigen Anteil. Ich zeige euch mal kurz den Unterschied. 4 bedeutet 0,4 pro Stunde. Jetzt haben wir zum Beispiel den Feldarbeiter Roch. Der hat Crafting 1. Eignet sich überhaupt nicht dafür. Jetzt nehmen wir ihn mal als Handwerker und wir sehen sofort, wenn wir ihn jetzt arbeiten lassen, dann wird er nicht mehr 0,4, sondern nur noch 0,1 Bauhammer schaffen. Das heißt, wie viel und wie effektiv ihr produziert, hängt davon ab,
wie viele Arbeiter ihr habt, wie, in welchem Zustand eure Schmiede ist. Habt ihr Schmiede in Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3? Und wie hoch die Fähigkeit eurer Arbeiter ist. Schaut immer, dass ihr die richtigen Leute an den richtigen Positionen habt. Für ihn, für Baldomor, macht es Sinn zu handwerken. Aber nicht für den armen Kleinen, der lieber in der Scheune zu arbeiten hat. Der hat dann dort seine Fähigkeiten, die er dort verwirklichen kann. Sowohl als Farmen, das bedeutet, Farmen ist alles, was innerhalb des Gebäudes ist. Zum Beispiel das Fertilizer, also der Dünger, den ihr später herstellt, die Flachssamen, die ihr holt, oder den Haferkorn, den er produziert, oder den Roggenkorn, oder den Weizenkorn. Ihr seht, die Sachen holt er sich immer aus dem Lager. Habt ihr die Ressourcen nicht im Lager, könnt ihr auch nicht herstellen. Eigentlich ganz einfach. Ihr seht, Haferkorn und Roggenkorn ist mir ausgegangen, davon habe ich nichts mehr in meinem Lager. Oh, warte ab, Weizenkorn und Flachsamen haben wir. Also ist er da effektiv am Arbeiten und dann setze ich das entsprechend hoch. Jetzt möchte ich ihn aber nicht als Farmer, ich möchte ihn als Feldarbeiter. Welchen Unterschied macht das? Der Feldarbeiter ist der, der draußen an den Feldern selber arbeitet und dort für euch die Felder pflügt, die Felder düngt, die Felder sät und die Felder erntet. Das ist der kleine Unterschied. Der macht alles intern wie Dünger, Lehmbewurf oder Mehl, der Feldarbeiter draußen an den Feldern. So habt ihr dann im Hühnerstall jemanden, der sich um die Anzahl an Tieren, die ihr in einem Stall setzen könnt, pflegt. Und auch hier ist es wieder so, es zählt nicht nur allein der Arbeiter, sondern auch noch die Effizienz des Arbeiters und die Menge an Tieren. Bei 2 Tieren schaffe ich gerade mal, ich glaube, das war eine Fähigkeit von 5, irgendwie 0,4 Eier zu machen. Wenn ich mehr Hühner hätte, dann könnte ich mehr Eier machen. Der nächste entscheidende Punkt, der wichtig ist, ob eure Leute arbeiten oder nicht, seht ihr am Status. Ihr seht ein Gebäude, das nicht arbeiten kann, weil es keine Arbeiter hat. Ihr seht ein Gebäude, das absolut gut funktioniert, nämlich es steht nichts im Status und ihr kennt das. Solange es keine Kritik gibt, läuft es gut. Und der dritte Punkt ist Hühnerstall beschädigt. Ja, ihr müsst immer gucken, dass die Sachen richtig repariert sind. Beschädigt bedeutet, der Grad, also der Zustand von eurer Werkstätte hat weniger als 50%. Ihr müsst immer gucken, dass ihr die Dinger up to date haltet, könnt dann hier mit dem Hammer und der Reparieren hingehen und sagen, ich möchte alles, was rot ist, reparieren. Ihr seht, unter 50% wird rot, ihr seht das auch an den kaputten Stellen an der Wand oder oben am Strohdach und könnt das dementsprechend dann reparieren. Es kostet die Hälfte der Ressourcen, die es bei der Produktion gekostet hat ungefähr. Also haltet immer alles im Schuss, solange die Sachen grün sind, funktionieren sie. Sind sie rot, repariert sie. Der nächste Punkt, ich habe euch gesagt, ich zeige euch, wie das mit dem Jagen funktioniert. Beim Jagen ist wichtig, dass ihr die richtige Stelle auswählt. Ihr seht hier 2 grüne Sachen. Das eine ist Jagen, wie ich vorhin genannt habe. Das andere ist Sammeln. Jemand, der gut im Jagen ist, den setzt ihr im Jagen ein und sagt Jäger. Er geht hin und er sammelt dann für euch Fleisch und er sammelt für euch Leder. Der nächste Job, den er machen könnte, wäre Sammeln. Hier müsst ihr dann gucken, okay, zufällig ist es derselbe, der auch gut im Sammeln ist, dass ihr da einen Sammler hinsetzt. Und der Sammler geht hin und sammelt für euch Beeren und Pilze entsprechend der Jahreszeit. Wir haben jetzt Sommer. Im Sommer sind die Beeren reif, also sammelt er unglaublich viele Beeren und Federn für euch. Federn sammelt er das ganze Jahr über. Im Frühling sammelt er dann Pilze, die nur für den Frühling gut sind, wie zum Beispiel der Röhrenpilz. Oder im Herbst sammelt er alle anderen Pilze, egal ob sie giftig sind oder nicht. Ihr werdet alle im Lagerhaus haben. So viel zum Sammler. Jetzt haben wir zum Thema Crafting noch eine Sache gehabt. Es ist nicht nur wichtig, dass ihr eine Fähigkeit habt, dass ihr eine Schmiede habt, die nicht kaputt ist, sondern ihr braucht noch Materialien. Und ihr habt jetzt 2 Alternativen. Ihr könnt hingehen und die Materialien in euren Hauptlager haben. Zum Beispiel Flachs. Aus dem Flachs macht meine Näherin jetzt Leinenfaden und nimmt sich das direkt aus dem Hauptlager. Ihr könnt allerdings aber auch hingehen und sagen, okay,
ich möchte nicht, dass mein Hauptlager immer voll ist, weil das wird unglaublich schnell voll, sondern ich möchte die Sachen an die richtige Stelle bringen. Dann nehmt ihr die passenden Ressourcen und könnt die natürlich auch in die Kiste, wie ich das beim Schmied gemacht habe, in die Kiste hinsetzen. Und dann nimmt sich daraus den Eisen, die Steine, den Stock und die Federn, die notwendig sind, um Pfeile und Werkzeuge herzustellen. Was macht er mit den Erträgen, die er hat? Die Erträge, die er hat, kommen sofort in das Hauptlager. Das heißt, alles, was die Leute machen, wird sich hier sammeln. Hier sammeln sich das Stroh, das sie mir produzieren, indem die das Weizen verarbeiten in der Scheune. Oder der Flachshalm, der dann zu einem Rundholz wird. Oder Eisenhammer. Wichtig ist, die Eisenhammer, die produziert werden, landen alle hier im Speicher. Wenn der Speicher voll ist, dann produzieren die Leute weiter und füllen erstmal die Kammern bei sich in der Werkstätte. Dann würde er hier weitere Eisenhammer hinsetzen, bis auch diese Kammer mit dem Gewichtslimit übersetzt ist. Ja, aber dann hören die Leute auf. Die Fehlermeldung, die dann kommt, das seht ihr unter Status, keine Lagerfläche vorhanden. Sowas in der Richtung. Wenn ihr die seht, wisst ihr, okay, das Hauptlager ist voll und auch die Arbeitsstätte selber ist überfüllt. Darauf solltet ihr achten, dass ihr immer genügend Lagerplatz für die Arbeiter habt, sonst arbeiten die nicht und sitzen nur faul rum. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema NPC und Arbeiten ein bisschen näher bringen, wie sie craften. Und falls ihr da noch Fragen habt, gerne wieder zu mir. Wir können immer wieder neue kleine Tutorials machen. Oder ihr guckt euch die Projekte an, wie wir uns hier weiterentwickeln. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, fürs Unterstützen. Wenn euch das gefällt, kurzes Like, kurzes Gefällt mir, damit ich weiß, mach noch weitere Tutorials über andere Themen. Ein Thema, über das ich noch als nächstes sprechen möchte mit euch, ist Ackerbau. Ich wurde öfters gefragt, ob ich was zum Thema Ackerbau machen kann. Und das kommt dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dann, euer Toshi. Ciao.